Konstantin Filippo hat sich für heute Wels mit Ei, Kapern und Paprika vorgenommen. Die Welsfilets portionieren und die Haut etwas einschneiden. Mit Paprikapulver und Butter bestreichen und mit Olivenöl beträufeln. Etwas salzen und melieren. Den Fisch beidseitig in Öl knusprig braten. Und mit Basilikum parfümieren. Für die Soße Schalotten und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Kapern, Petersilie und Paprikapulver zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Weißwein ablöschen und mit etwas Wasser auffüllen. Mit dem Abrieb einer unbehandelten Zitrone verfeinern und köcheln lassen. Dann Eier in die Soße schlagen und wie Spiegeleier garen. Frisch geschnittenes Basilikum zugeben und den fertig gebratenen Wels in die Soße einlegen. Zum Schluss noch mit Zitronenfilets und Zitronenzesten vollenden. Viel Freude beim Ausprobieren!